nicht verstanden, David. Wir wollten einen Tag haben, einen Tag zusammen. Nur einen einzigen. Du rastest hier so aus wegen dem Plüschtier? Hast du Jakob organisiert, dass er nicht irgendwie wegschafft hier? Du rastest hier aus wegen so einem kleinen Plüschtier. Du nimmst diese Tasche nicht mit. Ich will nicht, dass du mich so behandelst. Weiß ich. Und ich möchte nicht, dass du mich so behandelst. Mit so einem Schweinescheiß hier. Mit so einem Schweinescheiß hier innen drin. Was machst du denn, David? Warum machst du das? Warum? Warum? Steckst du da deinen Schniedel rein? Sag's mir doch! Warum machst du das denn? Mensch, da unten sind deine Geschwister. Gott liebt dich über alles, aber das geht so nicht. Warum machst du das? Warum? Guck ja nicht, Mama. Guck ja nicht. Du weißt, was du hier gerade abziehst, oder? Ja. Du beleidigst hier so ziemlich alles, was mir irgendwie was bedeutet, und dann verlangst du noch, dass ich mitkomme. Das bedeutet dir was? Ja. Das bedeutet dir was, dich da reinzustecken und onanieren in einem Tier? Ja. Das ist die absolute Sünde. Und das weißt du auch. In deinem Herzen weißt du das. Ich finde nicht, dass es eine Sünde ist. Es ist Sünde. Das ist in deiner Religion. Steht so in der Bibel. Ja. In deiner Bibel steht das. Warum wohl? Weil wir uns nicht mit den Tieren vereinigen sollen. Kommst du jetzt bitte? Nach dem, was du hier abziehst. Versau uns nicht einen diesen Tag. Ich komme mit, wenn ich die Tasche mitnehmen darf. Ich freue mich total, dass Papa mitkommt und jetzt machst du hier so einen Affen. Bitte lass mich doch einfach hier. Nein! Und ich kann nicht nach dem, was du jetzt gerade gemacht hast, hier noch mitkommen. Und da völlig den normalen Sohn spielst. Du spielst keinen normalen Sohn. Du sitzt einfach nur da und gehst mit den anderen rutschen. Ich dachte einfach hier. Nein, lass ich nicht! Du schämst dich nicht mal dafür. Du schämst dich für gar nichts. Du bist, denkst immer nur, du bist hier richtig. Ich hab dich gestern schon darum gebeten. Wieso bist du zum Tier geworden? Warum? In welchem Zeitpunkt? Wir haben dich alle lieb. Wir bemühen uns um dich. Wir kümmern uns um dich. Und du machst dir deinen eigenen Film. Deinen eigenen Schweinefilm? Warum? Was haben wir dir getan? Was haben wir dir getan? Zoophilia is love of animals. I love my animal dearly. Sex is an option. You know, I don't have to have it all the time. It's something I enjoy very much. It's something I would miss if it were gone. But it's not a necessity. It's not just about sex. And that was one of the first things that I did, was I just stripped and got down and laid down on my bed and had Miles come up, and the two of us just laid down and took a nap together. And I remember waking, and I had my arms around him, and his paws were up on my shoulder, and we were nose to nose. And, you know, I woke up and he gave me a lick on my nose, and it was just like a regular relationship, and just feeling the comfort of his warm body next to mine, and it just never felt like anything was wrong with that. It always felt really natural to me.